Ein wichtiger Bestandteil des Angriffsspiels in der B-Jugend ist das dynamische Positionsspiel sowie das hier zu beobachtende Stoßen-Rückstoßen, bei dem die Angreifer sich Durchbruchsräume erschaffen sollen, die im individuellen Spiel genutzt werden können. In das dynamische Positionsspiel müssen auch die Außenspieler einbezogen werden. Sie haben die Aufgabe, das Spiel in die Breite zu ziehen. Je stärker die Abwehr im Zentrum verdichtet, desto wichtiger wird auch der Abschluss von den Außenpositionen, auch wenn der Rechtsaußen in dieser Szene wegen Betreten des Torraums nicht erfolgreich ist. Unterstützt wird der Spielaufbau durch die Kooperation mit dem Kreisspieler, der hier eine Sperre am Vorgezogenen stellt. Die individuelle Lösung im Weiterspielen muss nicht immer ein Durchbruch sein, wie der Schlagwurf tief von einem Rechtshänder auf der Rückraumrechtsposition belegt. Ein variables Verhalten des Kreisspielers, beispielsweise die Sperre am Halbverteidiger nach außen, ermöglicht dem Rückraumspieler den Durchbruch zur Wurfarm-Gegenseite. Je komplexer und dynamischer das Spiel wird, desto mehr sind mehrere Kooperationsformen zwischen Rückraum- und Kreisspieler in schneller Folge gefordert. Nach der ersten Sperre am Halbverteidiger setzte der Kreisspieler nun die zweite Sperre am Hinten-Mitte und eröffnet so dem Rückraumspieler den Weg ins Zentrum. Wichtig ist dabei auch die dynamische Vorarbeit des Linksaußen. Insbesondere gegen eine offensive Abwehr muss der Kreisspieler nicht ausschließlich im Zentrum agieren. Eine Sperre gegen den Außenverteidiger zieht den Hinten-Mitte der Abwehr aus dem Zentrum und schafft so wiederum Platz für Rückraum links nach innen. Im Weiterspielen nach der Sperre am Außenverteidiger kommt in dieser Szene die zweite Sperre am Halbverteidiger nach außen zur Anwendung. Die Regelbewegungen der Abwehr werden dabei durch die Sperrstellungen des Kreisspielers geschickt ausgenutzt. Auch nach Auslösehandlungen des Angriffs, wie dem Übergang vom Rückraum Mitte zum Kreis, kommt im gezielten Weiterspielen das kooperative Verhalten zur Geltung. Das freie, kooperative Spiel hat im modernen Angriffshandball einen hohen Stellenwert. Die gezielte Zusammenarbeit in der Breite, im Rückraum sowie Rückraum mit Außen und in der Tiefe Rückraum mit Kreis und Außen mit Kreis bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungsmöglichkeiten, die im Training systematisch erlernt und wettkampfstabil erworben werden müssen. Die Kapitel dieser DVD zeigen methodisch aufgebaute Übungs- und Spielformen, die dieses Ziel ansteuern. Ein wichtiger Bestandteil des Angriffsspiels in der B-Jugend ist das dynamische Positionsspiel sowie das hier zu beobachtende Stoßen-Rückstoßen, bei dem die Angreifer sich Durchbruchsräume erschaffen sollen, die im individuellen Spiel genutzt werden können. In das dynamische Positionsspiel müssen auch die Außenspieler einbezogen werden. Sie haben die Aufgabe, das Spiel in die Breite zu ziehen. Je stärker die Abwehr im Zentrum verdichtet, desto wichtiger wird auch der Abschluss von den Außenpositionen, auch wenn der Rechtsaußen in dieser Szene wegen Betreten des Torraums nicht erfolgreich ist. Unterstützt wird der Spielaufbau durch die Kooperation mit dem Kreisspieler, der hier eine Sperre am Vorgezogenen stellt. Die individuelle Lösung im Weiterspielen muss nicht immer ein Durchbruch sein, wie der Schlagwurf tief von einem Rechtshänder auf der Rückraumrechtsposition belegt. Ein variables Verhalten des Kreisspielers, beispielsweise die Sperre am Halbverteidiger nach außen, ermöglicht dem Rückraumspieler den Durchbruch zur Wurfarm-Gegenseite.
Je komplexer und dynamischer das Spiel wird, desto mehr sind mehrere Kooperationsformen zwischen Rückraum- und Kreisspieler in schneller Folge gefordert. Nach der ersten Sperre am Halbverteidiger setzte der Kreisspieler nun die zweite Sperre am Hinten-Mitte und eröffnet so dem Rückraumspieler den Weg ins Zentrum. Wichtig ist dabei auch die dynamische Vorarbeit des Linksaußen. Insbesondere gegen eine offensive Abwehr muss der Kreisspieler nicht ausschließlich im Zentrum agieren. Eine Sperre gegen den Außenverteidiger zieht den Hinten-Mitte der Abwehr aus dem Zentrum und schafft so wiederum Platz für Rückraum links nach innen. Im Weiterspielen nach der Sperre am Außenverteidiger kommt in dieser Szene die zweite Sperre am Halbverteidiger nach außen zur Anwendung. Die Regelbewegungen der Abwehr werden dabei durch die Sperrstellungen des Kreisspielers geschickt ausgenutzt. Auch nach Auslösehandlungen des Angriffs, wie dem Übergang vom Rückraum Mitte zum Kreis, kommt im gezielten Weiterspielen das kooperative Verhalten zur Geltung. Das freie, kooperative Spiel hat im modernen Angriffshandball einen hohen Stellenwert. Die gezielte Zusammenarbeit in der Breite, im Rückraum sowie Rückraum mit Außen und in der Tiefe Rückraum mit Kreis und Außen mit Kreis bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungsmöglichkeiten, die im Training systematisch erlernt und wettkampfstabil erworben werden müssen. Die Kapitel dieser DVD zeigen methodisch aufgebaute Übungs- und Spielformen, die dieses Ziel ansteuern.